Ja, in Resident Evil 5 gab es ja auch das Problem mit den BSAA-Marken. Und das Problem gibt es hier zum Glück nicht mehr, denn das ist nur noch im Raubzugsmodus so. Jill! Los, wir müssen Chris helfen! So, er war hier. Kühlschlüssel verwendet und öffnen. Viel Spaß bei dieser Katze. Chris! Chris? Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren, Miss Valentine. Okay. Episode 1 in die Tiefe. Ende. Sehr schön. Na, wenn das mal kein Sugo-Stand ist. SS passt doch perfekt. Ja, wir lassen uns gar nicht weiter aufhalten. Und wir machen direkt jetzt weiter. Ja, ein S ist doch perfekt. Oder was meint ihr? Ja, wir speichern jetzt. Speichern. Nicht wundern, der oben, das ist meiner, den habe ich für mich alleine gespielt und das ist unserer halt. Den wir halt, den ich jetzt für das Let's Play nehmen. Da bin ich auch noch nicht weit, Episode 3 und wir sind jetzt Anfang Episode 2. Ich werde jetzt die komplette Episode 2 durchspielen. So, speichern. Ja, und dann machen wir, ja, gar nicht weiter, gar nicht lange reden. Wir spielen direkt weiter, ja. Ich denke mal, jetzt wird wieder eine Cutscene kommen. Also von mir aus viel Spaß. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Ich glaube eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahren. Miss Valentine. Ja, der Typ sieht doch ein bisschen aus wie Hank. Jeder, der Resident Evil gespielt hat, kennt Hank. Ich finde schon, dass er so ein bisschen aussieht. Naja, egal. Wir machen weiter, Episode 2, doppeltes Mysterium. ...1842 Gebirge irgendwo in Europa. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Ein bisschen die Jessica ärgern. Ja, diese Person heißt Jessica. Aber die hat ein wirklich, wirklich nettes Gewehr. Eine Sniper-Rifle. Hätte ich jetzt auch gerne. Naja, wir spielen weiter. Ihr seht schon, wir sind Chris Redfield. Den wir eigentlich suchen. Ja. Aber er hat auch ein nettes Gewehr. Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben.
Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Okay, ein komplettes Flugzeug einfach abgestürzt. Toi toi toi, was hat denn der Chris eigentlich alles bei sich? Ein Heilkraut, zwei Munition, Pistole, und Schrotgewehr, okay. Und halt die normalen Handtücher, also heißt der Chris hat auch eine Pistole. Na dann, spielen wir erstmal mit der Pistole, denn ich denke mal, das Schrotgewehr werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen aufheben. Und das ist auf jeden Fall vom Vorteil. Oh Mann, das kann keiner überlegt haben. Sieht schon echt stark aus. Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Schaut mal. Chris hat auch ein Genesis. Das ist doch nicht schlecht. Ich kann nur mal zurückgehen. Egal. Und wenn nicht. Ja, Pistolenmunition. Ja, der Chris kann mehr tragen, sehe ich gerade. Entschuldigung. Finde ich schon ziemlich gemein. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Schrotgewehr. Wie viel Pistolenmunition kann er denn mitnehmen? Er hat ja schon 70 jetzt. 10 in der Waffe, 60 in Heister. Okay. Könnte von Veltros gewesen sein. Ich versuche es mal mit Genesis. Also Genesis. Ein Handabdruck. Aha. Flugplan aufgenommen. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Valcoyne-Mackie-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Okay, dann gehen wir halt durch die Mine. Ja, das kennt bestimmt jeder. Kisten. Kaputt macht Kisten. Sag ich jetzt so. Was kann der denn mitnehmen? Aber schön, wir bekommen zwei Heilkräuter. Was ich noch sagen wollte. Jeden Gegenstand, den wir finden, den der Chris jetzt hat, bekommt die Jill auch. Das heißt, wir haben jetzt drei. Das heißt, die bekommen zweimal mehr. Glaube ich jetzt zumindest. War auf jeden Fall für 3DS so. Das bei PC genauso ist, weiß ich nicht. Finden wir jetzt gleich heraus. Jessica, ich brauche Hilfe! Warte, ich bin gleich da. Kommt mir auch ziemlich bekannt vor. RE5, RE6. Hätten sie eigentlich auch abschaffen können. Aber gut. Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Guter Spruch jetzt von der Jessica. Ich trage gar keine. Ja, das wäre nicht schlecht. Hast du das gehört? Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Gerade bei so einem Raum. Ganz, ganz miserabler Schütze. Hat das Flugzeug die Dinger transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Veltro von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Links oder rechts? Wir gehen nach rechts. Links gehen können wir immer noch gehen. Okay, wäre eigentlich egal gewesen. Pistolenmunition. Meine Güte, kann der viel mitnehmen. 80 schon. Wir gehen nach rechts. Denn... Aha. Wir sehen... Ach doch, haben wir schon gesehen. Okay.
Komm, hoch. Für den Großen werde ich gleich die Schuhe nehmen. Okay, das ist jetzt extra. Okay, ich nehme Schrot. Jessica nimmt gleich die komplette, das komplette Sniper-Rifle. Achtet, ich habe mein Gewehr, sie hat ihres. Wechsle ich mal zur Pistole. Ich möchte mal gucken, ob die auch zur Pistole wechseln. Nein, tut sie nicht. Schade, wir werden auf jeden Fall...